Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Und heute haben wir einen besonderen Gast seit längerer Zeit mal wieder. Das ist die Luise aus Berlin. Hallo. Hallöchen. Und natürlich auch der Rest ist am Start. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, hier ist der Rest. Und meine Wenigkeit, der letzte Rest, der Erik. Hallo. Und genau, wir nehmen für euch eine ganz besondere KinoCast-Episode auf, denn Luise war für uns wieder auf einer Filmpremiere in Berlin, von der sie gleich berichten wird. Aber erstmal, ja, wer Luise nicht kennt, ich weiß nicht, Luise, wann warst du überhaupt das letzte Mal hier dabei? Weißt du es noch? Wir hatten es doch letztens mal irgendwann rausgefunden, ne? Boah, du hast es mir geschickt, aber ich kann es dir nicht sagen. Ist echt schon ein sehr, sehr langes Stück her. Darum wurde es Zeit, dass mal wieder da bin. Da war Schalke noch erstklassig, oder? Ja, den Gedanken hatte ich heute früh tatsächlich auch. Ich dachte, und der VfB wahrscheinlich zweitklassig. Genau, ich wollte gerade sagen, da war der VfB noch zweitklassig. Wie die Zeit vergeht, aber ihr habt ja Anschluss nach oben, habe ich gesehen. Da, dritter Platz, ist ja schon mal ganz okay. Da, von da aus kann man ja oben angreifen. Na, mal gucken. Ja, ich schaue gerade mal nach hier. Luise war das letzte Mal bei 580 dabei. Crawl, Toy Story 4. Da hast du wahrscheinlich über Toy Story 4, schätze ich mal. Weil wir hatten Crawl in the Sneak. Genau. Du hast nämlich Toy Story 4 mit 10 Punkten bewertet. Kannst du das Rückblicken noch vertreten? Absolut. Toy Story 4, ganz, ganz toll. Forky, mega. Also immer noch ein sehr toller Film, schöner Abschluss und am Ende auch ein Tränchen im Knopfloch. Ja, ja. Okay. War 18. August 2019 und irgendwie mehrere Pandemien später bist du dann doch mal wieder hier. Und für die, die dich nicht kennen, habe ich mal ein paar Fragen an dich. Was ist denn dein aktueller Lieblingsfilm und deine aktuelle Lieblingsserie? Also aktueller Lieblingsfilm, ich gehe jetzt mal nur von Kinofilm aus und da hat mir Promising Young Woman wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also richtig toller Film und regt zum Nachdenken an und ja, also sollte jeder auch mal gesehen haben. Und Serie war ich Anfang des Jahres sehr angetan von WandaVision. Also fand ich richtig gut, also auf diese Metaebene, die die Serie hat. Und jetzt ganz aktuell fand ich ganz gut Only Murders in the Building. Oh, also ja. Haben wir letzte Woche zu Ende geguckt und also ist jetzt nicht hier All-Time-Favorite-Lieblingsserie, aber aktuell, das kann man gut weggucken und macht Spaß. Da stößt ihr auf offene Ohren bei beiden Serien, glaube ich. Definitiv. Ich habe leider die letzte Folge immer noch nicht geguckt, ich habe es nicht geschafft. Was? Aber das mache ich jetzt am langen Wochenende, ja. Ja, da wollte ich mir schön Zeit dafür nehmen, genau. Schön, ihr habt langes Wochenende, stimmt. Ja. Und die normale Bevölkerung muss arbeiten gehen hier in Berlin, in der Hauptstadt. Jeder wie er es verdient. Nee, ne? Die coolen Bundesländer haben langes Wochenende, so ist es. Jeder wie er es verdient. Ja, ich merke schon. Tschüss, war schön mit euch. In Berlin, irgendwie klemmt es da immer am Geld, also, da müssen die Leute arbeiten gehen. Ne? War das nicht so irgendwie arm, aber sexy? Ist das noch? Hat sich nicht geändert. Wir sind ja jetzt nicht mehr diejenigen, die nicht Hochdeutsch können, sondern wir sind jetzt The Land mit Ä. Neue Marketingkampagne von Baden-Württemberg. Clever. Ihr habt es hier zuerst gehört. Nee, clever, bitte. Ja. The Land. Wir versuchen nämlich die Fachkräfte aus Berlin wieder zurückzuholen hier ins Ländle. Wir haben auch eine neue Hymne, die geht dann For the Land of the Free. Genau. Aber, also Promising Young Woman sagte mir gerade gar nichts. Ich habe es mir mal gegoogelt. Das sieht ja ganz interessant aus. Werde ich mal mit auf meine Merkliste setzen. Ja, mit Carey Mulligan. Genau, Drehbuch-Oscar auch bekommen. Stimmt, ja, da habe ich so. Und war auch in einigen Kategorien nominiert. Und ich denke, der wird dir auch gefallen. Oder euch anderen auch, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Also unbedingt nachholen. Wahrscheinlich hat mich der deutsche Titel abgeschreckt. Weißt du, wie der heißt? Nee, es gibt einen deutschen Titel. Ja, Rache war nie so süß. Okay, das klingt irgendwie wie so Teenie-Komödie, Cheerleader-Dings. Ist es aber überhaupt nicht. Also geht in eine ganz andere Richtung. So, kommen wir mal zur Frage Nummer 2. Was ist dein aktuelles Lieblingskino? Wo gehst du gerne hin? Was gibt's da in Berlin? Was hat offen? Offen hat alles. Und ich gehe gerne ins UCI Lux, Mercedes-Benz-Platz. Ist ganz schick, ganz das neu. Ist vom Platz her auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, müsste euch gefallen, ne? Und hat halt so richtig fancy, tolle Ledersessel, extrem breit und elektronisch verstellbar. Also, dass du dann nicht noch durch Eigengewicht deinen Sitz nach hinten machst, sondern du kannst es dann individuell deine Fußstütze als auch deine Kopflehne anpassen. Also, ist schon ein bisschen Luxuskino.
Also quasi. Aber toller Saal, tolle Leinwand, Quasi gute Soundanlage. altersgerechte Sitze, so ein. Absolut. Naja, man soll sich auch mal was gönnen, ne? Also das kann Definitiv, ich auf ja. jeden Fall empfehlen. Und ansonsten so für Programmkino bleibe ich immer noch dabei. Auch der Blaue Stern in Berlin-Pankow ist ein ganz charmantes, tolles Kino mit so altem Flair und zwei Säle, nicht so luxuriös, aber perfekt für Kino. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und also gerade das mit dem Sitz und so, ja, könnte gut klappen. Und was isst du im Kino, wenn du ins Kino gehst? Oder verschmähst du jegliche Snacks und isst dann lieber hinterher irgendwie Döner oder sowas? Nee, also Snack muss sein. Ich bin Team Nacho mit Käsesoße. Oh ja, das ist sehr Yay! Aber ich muss sagen, eigentlich auch vorm Film, weil dann während des Films mag ich es tatsächlich auch nicht so sehr, wenn geknistert und geknabbert wird und geraschelt. Aber so vorm Kino, beziehungsweise dann, wenn man im Saal sitzt, noch ein bisschen unterhält, Trailer gucken, von Nachos wegsnacken, definitiv meine Wahl. Apropos Lautstärke oder Geräusche im Kino, bei uns hat sich in der Sneak das irgendwie etabliert, dass man nach dem THX-Trailer, dass dann alle Ja. ihre Flaschen aufmachen, die mit so einem Die Pfiff sind. Bierflaschen. Ja, plötzlich im ganzen Saal. Und ich war ja letztens in James Bond und da war es genauso. Ich dachte, das wäre ein Sneak-Phänomen, aber anscheinend hat er das Sneak irgendwie die Saat gesetzt und dann die Leute, die aus der Sneak mal ins normale Programm gehen, die machen das dort auch. Ja. Sehr witzig. So, jetzt wissen wir alles von dir, oder? Ja. Nee. Wer sonst noch was erfahren will, auf kinocast.net gibt es ja dann bei den Personen unten drunter die ganzen Social Media Links. Der kann dir mal folgen, irgendwo auf Instagram oder so. Postest du ja immer, wenn du wieder mal mit J.J. Abrams da hier Selfies machst und so, ne? Oder Ja, man kennt sich, mit man mag sich, so ist das Steven halt. Gätchen da einfach mal abklatschen und so, ne? Ja, ganz feiner Typ, super Kerl. Definitiv, ja. Okay, dann starten wir gleich mal rein in unsere Sneak Preview erstmal der vergangenen Woche, bevor wir zu deinem Highlight kommen. Und zwar hatten wir in der Sneak Preview den Film À la carte. Freiheit geht durch den Magen. Oh. Auch ein schöner deutscher Titel. Im französischen Original heißt er nur Delicieux. Und im Ja, Englischen hat, warum heißt der nur Delicieux, ne? ja, Warum? hat ja eine Bewandtnis im Film und Ja. im Englischen heißt er auch Delicious. Also da hat man sich auch sehr am Originaltitel angelehnt. Startet im Kino in Deutschland am 25.11.2021, also noch knapp einen Monat hin. Regie hat geführt Eric Bresnahan. Und den könnte man eventuell kennen, weil der hat nämlich diverse Drehbücher geschrieben zu sehr bekannten Filmen, die wir auch gut fanden, zum Beispiel Cash Truck, also zu dem Original Le Convoyeur, was auf der Variante mit Jason Statham basiert. Und ja, der hat hier nicht zum ersten Mal Regie geführt, aber Regie geführt. Wir befinden uns in Frankreich im Jahr 1789 und der Koch, wie heißt der, Pierre Manseron, arbeitet bei dem Herzog de Chamfort. Und wie das halt damals so ist, der Adel hat sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, sehr viele Früchte, sehr viel Essen, sehr viel Fleisch und alles. Und die Bevölkerung hungert. Da gab es ja damals auch dieses berühmte Zitat, war das von Marie Antoinette, dieses, ja, wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen oder so. Also das spiegelt ganz gut so diese Zeit damals wieder, wie der Adel quasi geschwelgt hat und sich da die gebratenen Täubchen servieren lassen hat und sonst was alles. Und das Volk hat gehungert und der Koch probiert halt auch gern mal neue Sachen aus. So lässt er sich eines Tages mal ein sogenanntes Delicieux einfallen. Das sind kleine Kartoffelscheibchen mit Trüffeln übereinander gestapelt in so einer Art Blätterteig und das Ganze noch ein bisschen überbacken. Und das wird dann in dieser Runde gereicht, wo der Herzog de Chamfort die Leute beeindrucken will, weil er will irgendwann an den Hof nach Paris. Und er will dafür diverse Adlige beeindrucken. Und nachdem dann aber, da wird dann der Koch hinterher nach dem Essen zu einer Art Feedback-Gespräch gebeten. Und da sollen dann alle sagen, wie sie es fanden. Und dann sind sie alle so etwas so, ja, alles super und so. Und dann aber als Und ein. toll und deliziös und oh, es ist ja so, oh, und ich glaube, ich bin mehrmals gekommen und oh. Alter, das war super anstrengend. Entschuldigung, ja. Die erfinden dann diverse Worte für ihre Geschmäcker, die teilweise gar nicht so richtig gepasst haben, aber naja, vielleicht auch Lost in Translation, aber.
Ja, aber als dann einer. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ja, ich fand es relativ gut übersetzt. Okay. Als dann aber einer davon, wahrscheinlich der, weil der sitzt an der rechter Hand von dem Herzog de Chamfort, als er dann Kritik äußert, stimmen plötzlich auch alle in die Kritik ein und erfinden da die wüstesten Beschimpfungen zu allem. Und insbesondere dieses Delicieux war wohl ganz furchtbar. Und, ja, weil das Kartoffeln drin sind und Kartoffeln gibt es eigentlich nur für die Schweine. Ja. Ich esse doch nichts, was unter der Erde wächst. Mhm. Ja, aber es pfeift sich vorher Karotten rein. Denk nochmal drüber nach, Bruder. Denk nochmal drüber nach. Und der Koch soll sich dann entschuldigen, was er nicht tut, weil er sieht keinen Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen. Und er wird dann vom Hofe entlassen und kehrt zurück in sein Elternhaus, was am Rand der Liegenschaften des Herzog de Chamfort liegt. Und sein Vater war dort Bäcker, also eine Bäckerstube, Gasthaus. Und als er dort ankommt, erfährt er aber, dass sein Vater mittlerweile verstorben ist. Und da ist so ein Nachbar oder sowas, nimmt ihn in Empfang dort und erklärt ihm das. Und sein Sohn ist auch mit am Hofe. Der hat die Zeit genutzt, sich dort in der Bibliothek ein bisschen die Zeit zu vertreiben und ist ganz gut belesen und schon ganz gut erfahren, welterfahren und gebildet. Und er kehrt mit seinem Sohn dort zurück und versucht dort erstmal wieder das einfache Leben eines Bäckers, muss dann erstmal bei Null anfangen, weil das Haus wurde total gelootet in der Zwischenzeit, weil eben die Bevölkerung hungert und dachten, bei dem Bäcker gibt's was zu holen. Und er fängt dort erstmal mit einfachen Sachen wieder an, muss Sachen anbauen, erstmal Sachen kaufen, hat aber wenig Geld. Und dann erscheint eines Tages eine Frau bei ihm vor der Tür. Das erinnert ein bisschen an die Szene, irgendwie war das bei Karate Kid oder sowas, wo der sagt, hier, ich will eine Ausbildung haben und lässt ihn erstmal draußen stehen oder so. Star Wars war es, wo Luke zu Yoda kommt, genau. Alter, wo Rey zu Luke kommt. Aber hast du gerade ernsthaft Star Wars und Karate Kid Alter, Verwalter. Mann, mal verwechseln, oder? Jedenfalls, nee, nicht verwechselt, aber ich dachte, da lässt du ihn auch erstmal draußen stehen, der Meister. Oh ja, der, Lord Mr. Miyagi, wer kennt ihn nicht? Jedenfalls lässt er die Frau erstmal draußen stehen, aber sie ist sehr beharrlich und sagt, sie war mal Konfitürenköchin am Hofe und möchte jetzt auch mal andere Sachen lernen. Und sie hat gehört, dass er ein sehr guter Koch ist und will bei ihm in die Ausbildung gehen. Und ja, er will sie erstmal nicht und dann, sie bringt aber Geld mit und das hilft ihnen dann beim Start und so nimmt er sie erstmal auf und sie bauen dann sich so ein kleines Gasthaus auf, weil dieses Gasthaus liegt an einer sehr befahrenen Postkutschenstraße nach Paris, wo sehr viele langfahren. Ist das nicht das ehemalige Gasthaus von seinem Vater? Hatte ich das nicht gesagt? Ja. Das ist von seinem Vater. Hast du gesagt? Entschuldigung. Ja. Genau, also er war eigentlich Brotbäcker und hat dort immer Brot verkauft an die Postkutschen und so. Und dann fangen sie aber halt an, da ein bisschen mehr anzubieten und auch mal gute Speisen für die einfachen Leute. Und er baut dort halt so eine Art Gasthof auf. Und eines Tages kündigt sich aber auch mal dieser ehemalige Chef an, dieser Duc de Chamfort. Er will dort essen auf dem Weg von Paris zurück nach Hause. Und er stürzt sich dann in Vorbereitungen, aber die Frage ist halt, ja, will er sich nochmal ihm quasi unterordnen oder was wird passieren? Und parallel gibt es auch noch ein paar andere Sachen, weil die Frau hat auch noch eine gewisse Backstory, die sie mitbringt und ein paar Sachen, die dann enthüllt werden. Ich glaube, so viel kann man mal sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand Lust machen konnte. Ich hoffe es eigentlich, weil der Film ist eigentlich ganz, ganz schön gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Oder, Chris? Ja, durchaus. Also es war halt ein interessantes Setting mit dieser damaligen Zeit in Frankreich, wo auch diese Adligen schön dargestellt wurden. Also es ist ja kurz vor dem Sturm der Bastille, da kann man es, glaube ich, am besten einordnen. Und war schon cool eingefangen alles. Also und auch dieses Essen, ja, das war manchmal ein bisschen holprig, ein bisschen hoppeldi-poppel, ja, okay. Aber ansonsten war schon cool. Also hat durchaus seinen Reiz gehabt, hat durchaus Spaß gemacht auch an manchen Stellen. Jetzt so wirklich Anregungen für Rezepte habe ich jetzt keine mit rausgenommen. Das eine oder andere hätte ich, glaube ich, gerne aber auch mal probiert. Nur, ja, es ist eine ganz nette Geschichte, die allerdings bisschen, und das ist das, was ich so negativ finde, so ein bisschen Flummi-artig wieder mal war. Es ist so, okay, es spitzt sich zu, pam, Flummi fällt nach unten. Und ja, es geht wieder hoch, aber es geht wieder runter. Es geht nochmal hoch und es geht nochmal ein bisschen. Ich glaube nämlich, der Film hat so
vier, fünf Mal quasi nochmal neu angefangen und sich dann weitererzählt. Und das fand ich ein bisschen anstrengend, weil ich glaube, das hätte man ein bisschen fließender machen können. Aber das ist jetzt schon ein bisschen auch Jammern auf einem ordentlich hohen Niveau eigentlich. Ja. Ich fand diese Aufteilung des Films so in ungefähr drei Teile, also am Anfang halt am Hof, dann wie er sich selber versucht, dann wieder zurückzuarbeiten und sich da einen Ruf zu erarbeiten. Und dann halt das Ende oder den letzten Teil, den ich jetzt mal nicht verraten möchte. Und fand ich eigentlich ganz gut. Und ich fand auch so schön, so diese, ja, wie so ein bisschen versucht wurde, so französische Lebensart und Kultur so ein bisschen da zu transportieren und so ein paar Hintergründe, geschichtliche Hintergründe dazu. Das fand ich echt schön, weil, ja, wenn man sich überlegt, also wie das ganz früher war, halt irgendwie Essen nur für Ernährung und irgendwie sonst was, aber dann wurde halt so ein bisschen das so ein kultureller Akt, wo man dann zusammensitzt und das genießt oder so. Auch das einfache Volk fand ich schon sehr schön dargestellt. Hat mir gut gefallen. Ich hatte erst Bedenken, weil ich habe den ja noch last minute quasi getippt gehabt, weil ich gesehen habe, der lief auch mal in einer anderen Sneak. Da dachte ich, ah, der könnte ja auch bei uns passen von der Art her, vom Tipp her. Und dann habe ich auch gesehen, oh, da geht 2 Stunden. Dachte ich, oh nee, ey. 2 Stunden Film. Weil das stand auch irgendwie noch als Drama beschrieben, irgendwie französisches Drama. Oh nee, ey. Aber der hat ja dann doch auch humorvolle Parts gehabt. Das fand ich echt, echt gelungen, der Film. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin da aber auch ein bisschen, ja, gefärbt. Solche Themen. Nur ein bisschen. Deswegen. Von mir 8 Punkte bekommt dieser Film. Fand ich so sehr, viel? Ja, ich fand den echt schön. Ich hatte durchgehend Freude an dem Film. Schöne Aufnahmen drin von den und ja, passt. Mir haben Darsteller gefallen, alles. Voll gut, ich bin bei 7 Punkten, weil es war so ein typischer Film, den ich ohne Sneak nie gesehen hätte. Und war, ja, bis auf die Kritikpunkte, wo ich ja genannt habe, war es schon echt in Ordnung. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür extra ins Kino rennen würde. Das muss ich allerdings auch ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Aber prinzipiell kann man sich den anschauen, da macht man nichts falsch. Ja, es kommt halt auf die Zielgruppe an. Also wenn da jetzt im Kino, läuft ja gerade nur eine sehr begrenzte Auswahl von Filmen in meisten Kinos, weil die ihre Säle sparen für die Top-Hits, wenn das vielleicht dann, wenn da irgendwie so 3 Action-Kracher laufen und der als Vierter und man hat keinen Bock auf Action, dann sollte man den mal reingehen. Ne? Okay, wie lautet denn der Tipp für morgen? London Calling. Findet es überhaupt statt? Feiertag, ja, ne? Da kennen wir nichts. Was ist das bitte für eine Frage? Willst du mich beleidigen hier oder was? Und sind da schon Hinweise eingegangen? Es gibt genau einen Hinweis und auf den wäre ich auch gekommen und zwar Last Night in Soho. Ah, da hatte ich ja den Trailer gesehen, das sah sehr weird aus. Oh. Aber das könnte passen, weil ich meine, wir haben Halloween steht quasi vor der Tür, heute ist der 31., morgen ist der 1. Es würde passen und es wirkt ja sehr creepy, sehr horrorlastig oder eher so mystisch. Fände ich cool. Und der Tipp, London Calling, passt auch, weil es ist ja das späte London. Ja. 70er, 80er Jahre, 70er Jahre, 60er Jahre, keine Ahnung. Luisa, ja? Hast du schon mal von Last Night in Soho gehört oder den sogar schon gesehen in irgendeiner Preview? Gesehen nicht, aber, also gehört natürlich, Trailer auch mehrfach gesehen und ein lieber Freund, der auch immer zu Pressevorführungen geht, der arbeitet bei den Kollegen von Serienjunkies, der hat den gesehen und der war sehr, sehr angetan und meinte dann, dass der Trailer ihn hat denken lassen, dass der Film in so eine Richtung geht, aber dann eine komplett andere Richtung einschlägt und er war mega begeistert und meinte, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, das wäre doch was. Weil den Trailer fand ich sehr weird. Hey, der Trailer wirkt halt so ein bisschen creepy, mysteriös, aber die Schauspieler haben mich halt ziemlich begeistert. Okay. So, dann kommen wir mal zu den sonstigen gesehenen Kinofilmen und da würde ich sagen, dann gehen wir mal hier rein. Holy! Ja, geh mal frei, selbst gespielt. So, dann kann ja die Luise mal berichten von dem neuen Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Afterlife. Warum heißt das Legacy im Deutschen und nicht Afterlife? Also egal. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also der Trailer ist ja meins. Also
Ja, mega. Ja, also genau. Also der liebe Erik hat mich in die Pressevorführung geschickt von ja, Ghostbusters Afterlife. Ja, Legacy. Wir haben auch überlegt die ganze Zeit im Kino, warum denn jetzt Afterlife und Legacy? Aber wir sind auch nicht drauf gekommen. Also keine Ahnung, warum das im Deutschen mal wieder umbenannt wird. Weil es Aber es die ist. Deutschen sind. Nein, 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 es ist, ich wollte es Deswegen. gerade sagen, es ist kein rein deutsches Phänomen, denn in anderen europäischen Ländern heißt er wohl auch Legacy. Das habe ich schon mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob es Ha. da wieder irgendwelche rechte Sachen gibt. Also dass dann irgendwo die Rechte woanders liegen. Das war ja, glaube ich, auch bei Vaiana Moana hier, dem Ah, ja. Pixar-Film, war das auch so. Und da ging es manchmal wirklich um so Rechte an den Wörtern. Und ich weiß nicht, ob es davon liegen könnte, aber es ist nicht nur ein deutsches Phänomen tatsächlich, es liegt auch in Europa und anderen Ländern so. Wurde mir zugetragen in der Pressevorführung. Aber ja. Naja, gut, aber kommen wir doch zu dem Eigentlichen. Also, Ghostbusters Afterlife. Regie führt ein gewisser Jason Reitman, der seines Zeichens Sohn ist von Evan Reitman. Und dieser zeichnet sich natürlich aus für Ghostbusters 1 und 2. Und das merkt man dem Film auch schon sehr an. Es gibt sehr, sehr viele Querverweise, die auf die 80er-Filme hindeuten und man entdeckt halt auch überall so kleine, aber auch große, eindeutige Referenzen halt auf das Franchise. Und es war ganz nett, weil Jason Reitman hat halt, es wurde uns vorher noch ein Clip gezeigt, in dem Jason Reitman zu sehen ist, der sich quasi so an die Presse richtet, wo er dann so ein bisschen sagt, ja, mein Vater war sehr, sehr oft mit am Set und hat auch überall Anmerkungen dagelassen. Und er meinte, wir sollen uns mal alle in die Situation versetzen, wenn unsere Eltern bei uns auf Arbeit sind und ständig über die Schulter schauen und jeden Arbeitsschritt kommentieren und zu irgendwas zu sagen hatte. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, er hat das aber super lieb und super nett verpackt und keine Familienstreitigkeiten, aber er war dann schon irgendwann wahrscheinlich ein bisschen genervt von seinem Vater, der ihm da irgendwie noch sagen sollte, wie er zu arbeiten hat, obwohl ja Jason Reitman doch schon einige Filme hinter sich hat. Und ja, und dann meinte er noch, wir sollen nicht spoilern, also die Presse soll nicht spoilern und am besten nur kurze Zusammenfassungen machen. Und Würde ich dich daran auch würde ich bitten, mich nicht zu spoilern, ja? genau, also daran würde ich mich selbstverständlich auch halten. Gut. Also, der Film beginnt. Wir sind auf so einem Farmhaus und das sieht schon alles sehr, sehr verlebt aus und eine Person rennt auch ganz hektisch hin und her. Alles ist dunkel, man erkennt nichts, aber so das Ambiente ringsherum ist natürlich Gewitter, Sturm, also was man halt so kennt, so typisch, wie so ein Horrorfilm theoretisch ja auch immer so mal starten könnte. Und ja, er hat immer nur so ein paar Umrisse und man kommt natürlich sehr schnell drauf, es spukt in dem Haus. Und die Person hat alle Mühe zu verhindern, dass der Geist sie erwischt, aber es kommt, wie es kommen muss. Der Geist erwischt diese Person und ja. Die Auftaktsequenz endet und wir landen dann direkt bei unseren neuen Hauptprotagonisten. Ist natürlich alles ein bisschen mysteriös und so. Und dann lernen wir eine gestresste Mutter kennen, gespielt von Carrie Coon, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist aus The Leftovers. Und ihre Kinder Trevor und Phoebe. Und den Trevor kennen wahrscheinlich sehr viele, die hier Kinocast hören aus Stranger Things. Das ist nämlich unser Mike Wheeler. Und jetzt auch aus der neuen S-Verfilmung. Und die Tochter Phoebe. Und Phoebe ist mir gleich bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, passen jetzt aber auch wieder zu Halloween, Haunting of Hill House. Ja. Ah. Genau. Und genau. Und es stellt sich dann raus, dass die Person im Opener der Großvater der Kinder war. Und da die Familie sowieso gerade in finanzieller Not steckt, packen sie alle ihre Sachen und fahren halt zu dieser Farm, um halt noch irgendwie ein bisschen Erbe da rauszukriegen. Aber da stellen sie halt relativ schnell fest, okay, das ist nur Staub, merkwürdige Figuren und überall liegt Schrott rum. Aber wie gesagt, Familie, finanzielle Not bleibt dann trotzdem erstmal in diesem Haus und der Trevor beginnt halt einen Job in einem Diner. Und die Phoebe ist halt sehr, sehr nerdig und lernt dann halt auch relativ schnell ihren nerdigen Lehrer kennen, gespielt vom fantastischen Paul Rudd. Der immer noch aussieht Und wie 20. der immer noch aussieht wie 20. Also Paul Rudd altert einfach nicht. Unfassbar. Ja. Genau. Und ja, Phoebe war halt auch immer so Einzelgängerin, wollte nichts mit anderen zu tun haben und lernt dann aber einen Typen kennen, der sich selber Podcast nennt. Ah. Und Podcast ist, wie der Name schon sagt, er macht einen eigenen Podcast.
Und sein Thema, es sind nicht Kino und Kinofilme und Serien, sondern okkulte und mysteriöse Dinge. Und die beiden freunden sich auch relativ schnell an. Und es entsteht auch eine sehr, sehr schöne Dynamik zwischen den beiden. Und es kommt natürlich so, wie es kommen muss. Die Aktivitäten der Geister nehmen zu und die Kids entdecken den ein oder anderen Hinweis auf die Ghostbusters. Denn ich meine, wenn man den Ecto 1 in der Garage findet und irgendwie Protonenstrahler im Keller hat, dann deutet das schon ein bisschen darauf hin, dass Großvater vielleicht doch nicht nur ein schrulliger alter Mann war, der im Dreck lebte, sondern vielleicht ein Geisterjäger. Und genau, und so entspinnt sich dann halt so unser Abenteuer mit den genannten Protagonisten. Und sie fangen halt an, sich so einzuleben und die Sachen auszuprobieren, die wir halt aus den ersten beiden Filmen halt auch kennen. Und ja, in der Kleinstadt werden dann halt Geister gejagt. Und das ist so, sagen wir mal, so die Hauptstory des Films. Und ich will aber gar nicht wirklich tiefer gehen, weil ich bin der Meinung, das sollte man halt auch schon für sich selber entdecken und erleben, weil es halt echt ganz, ganz viele Querverweise gibt. Und ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit den Kids, besonders mit der Phoebe. Denn ich finde, das vermitteln die Trailer nämlich gar nicht, denn die Kinder sind schon sehr, sehr im Vordergrund und besonders halt die Phoebe, die unfassbar sympathisch und witzig ist. Also man hat zwar halt eine Carrie Coon und einen Paul Rudd, aber die sind Nebencharaktere. Die sind nicht unsere Hauptfiguren. Und ja, und es gibt keinen, da kann ich euch wahrscheinlich alle beruhigen, 2016 Ghostbusters Pipi-Kaka-Humor, sondern man hält das Original wirklich stets in Ehren und geht sehr respektvoll damit um. Und was ich vielleicht als Kritik sehen würde, ist, dass der Film sehr auf Nummer sicher geht und einfach komplett harmlos ist. Also in seiner ganzen Herangehensweise, wie er Sachen darstellt, in seinen Witzen, in der Dynamik, also der Film geht komplett auf Nummer sicher, ist harmlos und man greift halt wirklich auf bewährte Sachen zurück, was nicht schlimm ist, aber man hätte sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr trauen können. Aber gerade so in der ersten Stunde ist der Film wirklich sehr, sehr eigenständig und ein ganz, ganz großer Familienspaß, weil ich glaube, dass da wirklich Eltern mit ihren Kindern in den verschiedenen Generationen wirklich sehr, sehr viel Spaß haben werden. Und das funktioniert. Also für mich hat es komplett funktioniert und genau das, was halt 2016 nicht so gemacht hat, wird die Leute, denke ich, halt auch ins Kino bringen. Und ich bin bei schon 8 von 10, weil es einfach auch ein würdiger Abschluss ist so von den anderen beiden Teilen. Also man kann es definitiv als dritten Teil betrachten und der öffnet auch meiner Meinung nach eine Tür vielleicht für eine neue Reihe. Also wirklich ist eine Empfehlung, macht Spaß, man hat ganz viele Easter Eggs und kann viel entdecken und ich glaube, auch bei einem zweiten Mal sehen wird man immer noch neue Sachen entdecken oder Querverweise, sei es nur ein Poster an der Wand oder irgendeine okkulte Figur oder so, die benutzt wird. Und wie gesagt, Dynamik der Kinder ist großartig, die Schauspieler sind richtig gut gecastet und ist wirklich unterhaltsam, macht Spaß und Jason Reitman hat mit der Hilfe seines Vaters wahrscheinlich alles richtig gemacht. Habe ein bisschen die Angst, dass ich overhyped bin für den Film oder so, dass ich da zu hohe Erwartungen habe, wenn ich dann reingehe. Dass du überdrehst. Ja, na, ich weiß nicht. Ich habe da. Oder die Latte einfach zu hoch hängst. Weil ich habe jetzt ja auch in Vorbereitung hier für die Aufnahme, habe ich den Trailer jetzt nochmal geguckt. Gibt es ja jetzt einen Trailer 3, heißt der. Und da sind auch nochmal ein paar andere Szenen drin und so. Ah, ich bin schon sehr heiß drauf, den zu sehen. Ja, die machen auch sehr viel Spaß, die du da im Trailer 3 siehst. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Wie war denn so insgesamt das Ambiente von der Preview? Gab es was Besonderes? War da wieder Stephen Gätchen, der Leute befragt hat? Nee, nee, das nicht, war tatsächlich eine ganz klassische Pressevorführung, wo die ja, große Presse der Berliner High Society sich getroffen hat. Nein, also war ganz entspannt, ganz schön. Man konnte sogar noch eine weitere Person mitnehmen, also die jetzt nicht unbedingt für irgendein Medium berichtet. Und war, nee, war ein schönes Ambiente, gab halt wie immer ein bisschen Getränke und aber so die Grundstimmung und was ich so mitgenommen habe, auch so vom Feedback und was die anderen dann ringsum von einem erzählt haben, weil es dauert ja dann immer noch, bis man seine Sachen zurückbekommt und alles, war alles sehr, sehr positiv. Also da habe ich eigentlich auch viel mitgenommen, dass den Leuten das auch in verschiedenen Altersstrukturen sehr gefallen hat. Neben uns saß ein etwas älterer Kritiker und der hat auch an sehr, sehr vielen Stellen gelacht. Manchmal hat man das ja dann so, wenn die irgendwie vom Fulton kommen und dann, oh Gott, total versnobt und nur Arzi-Fazi-Arthouse-Filme.
Aber der wirkte sehr, sehr gelassen und hat sehr, sehr viel gelacht halt auch. Wie gesagt, der Film hat sehr punktuelle, schöne Witze und Gags und nee, hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, so war auch die Stimmung im Kino. Okay, also werde ich doch reingehen, auf jeden Fall. Denke ich doch, ja. Ja, Ja, auf jeden reingehen Fall. solltet Also. ihr alle auf jeden Fall. Also Definitiv. das, dann solltet ihr auf jeden Fall den Besuch wagen. Ich hatte halt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es verkacken. Nach dem letzten Ghostbusters, den sie da versucht haben, hatte ich einfach ein bisschen Angst. Die Trailer haben mir die Angst genommen am Anfang, aber Trailer kann halt auch viel verzerren. Ja, also wir haben auch schon, ich habe auch schon Trailer gesehen, wo ich gedacht habe, geiler Film und der Film war am Ende furchtbar. Und ich habe schon so ein bisschen Befürchtung gehabt. Aber wenn du sagst, man muss den angucken, dann muss man den angucken. Ja, weil ich finde halt auch, also der ist halt wirklich wie so ein dritter Teil zu betrachten, was der 2016er Ghostbusters ja nicht war. Der wollte ja für sich irgendwie eigenständig sein und hat ja dann die Geschichte nochmal komplett so neu erzählt, nur halt mit den Ladies. Aber der ist wirklich so als dritter Teil, weil wie gesagt, wenn man einen Ecto 1 irgendwie in der Garage findet und Ja. die Protonenstrahler, dann ist da schon ein sehr deutlicher Zusammenhang und ist auch wirklich gut gemacht. Ist so ein bisschen was fürs Herz dabei, also. Ich würde es euch empfehlen und bin dann natürlich sehr gespannt, wie ihr ihn fandet. Das wirst du dann, wann startet der jetzt? In 2 Wochen oder so? 11.11. Drei Nee, Wochen? 18.11. 18.11. Ich In dachte 3 Wochen? 11.11. Okay, also 3 Wochen. Okay. Ja, mal sehen, wann wir es dann schaffen, mal reinzugehen und dann kannst du es dann hier hören im Kinocast. Aber jetzt Das schon. werde ich. Ich gucke gerade bei IMDb, weil du gerade gesagt hast, hier verschiedene Altersgruppen und so. Da haben jetzt noch nicht so viele abgestimmt. Wahrscheinlich so Presseleute oder so, die den schon gesehen haben, natürlich. Und da haben tatsächlich, es haben jetzt nicht so viele abgestimmt, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber die Damen fanden den Film etwas besser als die Herren, wenn ich das hier so. Aber es haben noch nicht so viele abgestimmt, das kann sich ja noch drehen, aber aktuell ist es zumindest so, ja. Und aktuelles Ranking in der IMDb, was sagen die Stimmen da? Aktuelles Ranking war, glaube ich, 7,7. 7,9. 7,9. 7,9. Haben aber sehr viele 10 Punkte gegeben hier, ich gerade, aber das, wie gesagt, ist noch nicht repräsentativ, haben insgesamt irgendwie 150 Leute oder so abgestimmt bereits. Bin sehr gespannt. Also ist auf jeden Fall vorgemerkt hier. Vielleicht machen wir da mal wieder eine richtige schöne Gloria, auch Ledersitze. Das So muss gefällt mir das. ganz gut, kann das sein? Das ist optimal. Das ist mein. Da haben wir sich richtig dran gewöhnt schon. Also bei allem Traurigkeit übers Kino wechseln, das war Selbst sind das nie, Luxusding. ne? Aber jetzt schon, ach, Ja, was, kein Ledersitz mehr frei. Das ist schlecht. Naja. Sehr schön. Ja, ich habe noch einen Film gesehen, der jetzt auch im Kino läuft. Ich glaube, der läuft aktuell. Den hatten wir, glaube ich, letzte Woche in den Neustarts drin. Und da hat mir der Filmverleih freundlicherweise einen Screener zur Verfügung gestellt. Hier so ein Screener-Link. Und den habe ich dann hier zu Hause mit meinem Kleinen geguckt. Denn der Film heißt Remy, sein größtes Abenteuer. Und er heißt ja Remy, mein kleiner Sohn. Und der Film wird verliehen, das kann ich hier auch mal erwähnen, von einem Stuttgarter Filmverleih. Der Filmverleih GmbH aus der Eisenbahnstraße in Stuttgart. sehr kreativer Name. Und die haben, ja, aber ey, coole Leute, die haben sofort reagiert, klar, machen wir gerne. Und sofort hat alles geklappt, wunderbar. Also habe auch hier wegen Download von Bildern hier fürs Post und so weiter, alles top, top der Filmverleih, kann ich empfehlen. Mal gucken, was die noch so haben demnächst. Und in diesem Film Remy, sein größtes Abenteuer, der heißt im Original Remy sans Famille, also Remy ohne Familie, basiert auf einem sehr bekannten Kinderbuch in Frankreich, was ich persönlich nicht kenne, geschrieben hat es Hector Malot. Und hier geht es um einen, ja, einen Waisenjungen, ein Waisenkind, der wird quasi ausgesetzt und wird von der Familie aufgenommen. Und diese arme Familie hat dann irgendwann kein Geld mehr, um ihn durchzubringen. Und sie dann kommt ein, ja, ein, wie nennt man das, ein Straßenmusiker, ein fahrender Künstler bei denen an der Tür vorbei und fragt, ob er ihn aufnehmen kann für ein Jahr. Er möchte ihn für ein Jahr mieten. Also was heutzutage durchaus ein Geschmäckle hätte, wenn da jemand kommt und sagt, hier, ich gebe euch mal Geld für euren Sohn und bringe ihn dann irgendwann wieder. Ja, ist hier in dem Film aber sehr, sehr charmant umgesetzt. Und er hat natürlich auch, der Junge hat natürlich auch erstmal größte Bedenken hier. Was will der? Was passiert da? Und ja, dieser Straßenmusiker fährt halt durch Frankreich durch und
erkennt doch so ein bisschen Talent in dem Jungen, weil der Junge kann ganz gut singen. Aber zum Glück ist das nur eine winzige Szene im Film, wo der Junge mal singt. Ich hatte da schon größte Bedenken, wo es auf einmal, ja, ich habe gehört, du hast eine sehr schöne Stimme hier, du kannst doch hier mal singen auf dem Jahrmarkt. Und ja, zum Glück ist es wirklich nur eine Szene. Der Film ist eher so eine, ja, so eine groß angelegte Abenteuergeschichte, weil die kommen halt dann in verschiedene Orte. Er lernt Leute kennen, Personen kennen und parallel dazu geht es noch darum, um die Herkunft von Remy, denn er ist ja, wie gesagt, ein Waisenkind, ein Findelkind und was war mit seinen Eltern, warum wurde er ausgesetzt, das wird dann noch herausgefunden im Laufe des Films und auch die Hintergründe von Vitali, von dem fahrenden Künstler, der auch sehr gut Geige spielen kann, das wird auch nach und nach beleuchtet und die lernen halt auch Leute kennen in den verschiedenen Städten und es ist eine sehr schöne Familiengeschichte, ein sehr schönes Abenteuer, der auch für Kinder, am Anfang ist es ein bisschen gruselig mal und auch am Ende nochmal ein bisschen gruselig, weil da gerät er dann wirklich auf Abwege und da passieren ein paar Sachen, wo man sagt, das ist jetzt schon ganz schön, ich kannte den Film ja vorher auch noch nicht, die meisten Filme, die ich mit meinem Kleinen gucke, da habe ich vorher schon mal irgendwie was davon gehört oder mich im Detail damit beschäftigt, was ihn da erwartet, aber hier wusste ich es ja nicht und weil den Screener, ihr kennt das ja, den kann man ja nur einmal gucken und da habe ich gedacht, oh Gott, in welche Richtung geht das jetzt, also da ist wirklich bedrohlich, wird das Leben des Kindes bedroht, mehr verrate ich jetzt mal nicht und das sah wirklich so aus, als kommt er da nicht raus aus der Situation, aber ja, will man nicht so viel verraten. Ist ein sehr schöner Film, schön gemacht, gut gedreht. Ich hätte mir an manchen Stellen noch ein bisschen mehr Geschichte gewünscht, weil das springt dann halt von einem Abenteuer zum nächsten so ein bisschen. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ist wahrscheinlich in dem Buch wesentlich mehr drin. Aber trotzdem, so als Familienfilm gebe ich dem Film auch 7,5 von 10. Hat mir echt gut gefallen und uns gut gefallen, also dem Kleinen auch. Na, kann ich empfehlen. Remy, sein größtes Abenteuer. Falls der bei euch im Kino läuft und Familie und Kinder und so, geht da ruhig mal rein. So, dann sind wir soweit durch mit den Filmen für diese Woche, die wir gesehen haben. War ja drei Kinofilme, Mensch, Wahnsinn, hat man lange nicht. Dann schauen wir mal, was neu anläuft und was so in den Kinocharts drin ist, um zu sehen, was uns dann nächste Woche erwartet. Kinocharts und Neustarts. Wir haben wieder die Top 5 der Innenstadtkinos Stuttgart hier. Platz 5 ist The French Dispatch mit Bill Murray. Echt? Neuer Bill Murray-Film, der ging irgendwie an mir vorbei. Verdammt. Platz 4 ist ein Film, der leider Platz 4 nur hat, den ich aber mehr gönnen würde, nämlich Venom, Let There Be Carnage. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Hast du den gesehen, Luise, eigentlich? Nee, aber ich habe tatsächlich auch den ersten schon nicht gesehen. What? Ist an mir vorbeigegangen. Man kann nicht alles gucken. Ah, aber doch. Hol das mal nach. Könnte dir gefallen. Tom Hardy. Ja, wenn er bei irgendeinem Streamer zu haben ist, dann gucke ich den. Klar. Auf Platz, wo sind wir? 3. Die Schule der magischen Tiere. Nein. Keine Infos dazu. Hat nichts mit Harry Potter zu tun. Platz Nummer 2. Contra. Oh, habe ich echt viel Gutes gehört da zu dem Film. Und Platz 1 immer noch in Stuttgart, Keine Zeit zu sterben. James Bond. Läuft immer noch in Gloria 1, EM, Gloria 2, Original, Atmos und alles. Alles da. Also wer den noch nicht gesehen hat, geht da mal rein. Ich kann den wärmstens empfehlen. Den hast du aber gesehen, Luise, oder? Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Ich frag dich nicht mehr. Nein, aber der soll noch geguckt werden. Also okay. Ich bin ja auch erstmal relativ früh aus dem Urlaub zurück. Stimmt. Und jetzt hatte ich den. Und ich habe jetzt aber tatsächlich in eurer Top 5 Dune irgendwie vermisst. Oder läuft der schon zu lange? Weil ich dachte, der ist jetzt noch relativ weit oben in den Kinocharts, weil hier läuft der noch viel. Ich glaube, der ist schon wieder raus. Der war eine Zeit lang drin, wenn ich mich da recht erinnere. Und der lief auch soweit ganz gut, aber der hat es nie geschafft, James Bond von der 1 abzulösen. Wenn ich mich da richtig erinnere, oder? Okay, Chris, aber immerhin ist der zweite Teil bestätigt. Also der wird jetzt. Ja, der zweite Teil ist bestätigt, ja. Genau. Mal gucken, was anläuft hier in Stuttgart zum Beispiel. Ammonite, romantisches Historiendrama über die Fossilien-Sammlerin Mary Anning und ihre fiktive Beziehung zur Frau eines Geologen. Aha. Was? Klingt nach einem Sneak-Film.
Okay, dann The Many Saints of Newark, den hatten wir in der Sneak. Das ist die Vorgeschichte von Die Sopranos und den fanden wir, glaube ich, ganz cool. Definitiv, ja. Ich habe sogar dadurch wieder angefangen, hier auf Sky gibt es ja die ganzen Sopranos-Folgen, da wieder reinzuschauen in diverse Sachen. Ja. Ich habe noch ein bisschen was zu Ammonite gerade. Kate Winslet und wie heißt sie? Saoirse Ronan, also Sao, sie schreibt die sich, hatte ihr irischer Name. Saoirse Ronan spielen da die Hauptrollen. Soll wohl ganz gut sein. Okay, was haben wir noch? König Otto, eine Doku. Achso, okay, aber können wir vielleicht mal erwähnen über Otto Rehhagel, der die Underdog-Mannschaft Griechenlands zum EM-Titel geführt hat 2004. Ja, so, da haben wir Doku, da haben wir Bergman Island, Drama über die Beziehung eines Filmemacherpaars, das auf der Insel Färöer, wo Ingmar Bergman arbeitete, einen Arbeitsurlaub verbringt. Das klingt unfassbar spannend. Färöer, das ist doch dieser eine Inselstaat, der immer bei irgendwelchen... Nee, Färöer, nicht Färöer. Färöer, Insel Färöer. Ja, das sind doch die Färöer-Inseln. Sind die das nicht, die immer bei jeglicher EM- und WM-Qualifikation der Angstgegner sind hier? Ja. Also, ja, nächster Film, Kabul Kinderheim, Coming-of-Age-Geschichte über ein afghanisches Waisenkind, das in einem sowjetischen Auffangheim für Kinder neue Perspektiven im Leben erhält. Ich glaube, der nächste ist, der klingt gut. Vicious Fun, Horrorkomödie um einen Journalisten, der aus Versehen in einer Selbsthilfegruppe für Serienmörder landet. Das klingt gut. Das klingt wirklich sehr hervorragend. Also. Okay. Kriegen wir da einen Screener? Ja, mal gucken, wer ist denn da der Verleih? Ich versuch's mal rauszufinden. Vielleicht klappt's ja. Dropout Cinema ist der Verleih. Produktionsland Kanada. Hab ich von, ja, weiß ich nicht. Kosmetik des Bösen, ein Psychothriller um einen Architekten, der auf dem Weg zum Flughafen eine geheimnisvolle junge Frau trifft. Das klingt wie 50 Shades of, keine Ahnung. Remy, sein größtes Abenteuer, läuft auch diese an. Diese Woche läuft's an, den hatten wir auch gerade schon an, irgendwie hier im... In dieser Folge vom Kinocast einfach mal zurückspulen. Na, hör bitte das vom Erik nochmal. Genau. Happy Family 2 läuft noch an. Fortsetzung der Animationskomödie um die monströse Familie, die ein neues Abenteuer erlebt. Wer kennt nicht Happy Family 1? Die Geschichte meiner Frau. Tragödie eines Seefahrers, der den Boden oder den Füßen verliert, als er aus einer Laune heraus eine Frau heiratet. Na toll, es klingt mega witzig, ist aber eine Tragödie. Okay, weiß nicht, mit Doku? Die Snaber, niederländische Captain Jakob Stör. Hm. Ah ja, okay. Okay, der Rest läuft, glaube ich, bei uns alles nicht an. Dann überspringen wir das einfach mal, sind auch viele Dokus dabei. Okay, nee, da ist nichts weiter dabei. Und dann sind wir auch schon im Bereich von der Rätselecke, da darf heute die Luise ja mal mitspielen. Wow. Oh, na mal gucken, was da kommt. Rätselecke. Also Luise, ich weiß nicht, wie aktiv du unseren Podcast hörst. Es gibt eine kleine Rätselecke. Da, je nachdem, was jetzt die Kate jetzt gleich für eine Rätselart macht, wird sie uns gleich sagen. Ich brauche den Einspieler. Richtig oder falsch? Okay, gut oder glump? Gut oder glump? Also stellt jetzt die Kate gleich Fakten in den Raum und wir müssen sagen, ob die richtig sind oder falsch, ja? Alles klar. Genau, ich habe drei Fakten zum aktuellen Geschehen. Also es ist Horrorfilmzeit, denn es ist Halloween. Das heißt, ich habe drei mögliche korrekte oder falsche Fakten zu Horrorfilmen und ihr müsst mir sagen, wahr oder falsch. Harry Potter. Nein. Ja, wir kennen alle die Filme von Halloween, also Film Halloween, Halloween Kills etc. Ist es wahr, Halloween dass Kills, Michael Myers, der legendäre bösartige Serienkiller aus Halloween, einen zweiten Vornamen hat? Dieser ist Audrey, also Michael Audrey Myers. Ist das wahr oder? Dann sage ich mal nicht wahr. Das ist falsch. Ich sag, das ist wahr. Das klingt so bekloppt, das muss wahr sein. Da hat die Luise recht, das ist wahr. Wow. Also ich habe Halloween Kills auch noch nicht gesehen. Der läuft ja erst noch, oder? So, hä? Oder? Falls ich glaube, schon sein. Der läuft doch schon, der oder? Läuft der läuft schon, ja. Läuft der bei uns schon? Ja. Sehe ich gar nicht im Programm hier.
Ja, ich komm, finde, noch läuft schon nicht mehr. Ja. Oh. Gut. 1-0 für Luise. Kein Wunder, dass die Schwaben nach Berlin ziehen. 1-0. Was machen wir eigentlich, wenn Luise gewinnt? Dann muss sie nächste Woche nochmal dabei sein. Ja, erstmal abwarten. Ne? Am Ende kackt die Ente. Ach, guck mal, hier der Erika eben. Kommen wir zu einem Zombie-Klassiker, Day of the Dead. Da gibt es eine Szene, in der wird einer auseinandergerissen und sämtliche Gedärme werden aus ihm rausgezogen. Und es wirkt alles sehr, sehr eklig. Und es wirkt deswegen eklig, da es sich um echte Gedärme gehandelt hat. Und zwar um Schweineinnereien. Das ist richtig. Das wahr oder falsch? Das ist richtig, ja. Luise? Das klang jetzt sehr enthusiastisch und Erik, das ist richtig. Das ist richtig, richtig. Und das Schlimme an der Sache war, die hatten das mehrere Tage ungekühlt gelagert vor der Szene und es hat widerlich gestunken. Das ist richtig. Also steht es das weiß ich. 2-1 für Luise. Moment. 2-1. 2-1. Das weiß ich sogar deswegen, weil wir das damals nämlich auch gehört haben, dass die es so gemacht haben. Und als wir selber mal so einen kurzen Film gedreht haben, haben wir uns bei der Fleischerei Samstagnachmittag die Reste geholt. Bäh. Ja, das war echt bäh. Das kann ich dir sagen. Außerdem ist schon ein bisschen krank, Erik, aber bäh. Aber sah gut aus. Damals auf VHS. VHS. Ja. So, letzter Fakt. Jetzt entscheidet sich's. Luise, du kannst nochmal alles gewinnen. Oh, du hast schon gespoilert, das ist ein Fakt, also es ist richtig. Richtig. Ja, Fakt oder nicht Fakt. Möglicher Fakt. Also, kommen wir zu Freitag der 13. Der liebe Jason sollte nicht immer Jason heißen. Er sollte Jim heißen. Ist das recht, richtig oder falsch? Ich sag das falsch. Puh. Erik? Könnt ihr taktisch entscheiden, natürlich. Bei Freitag der 13. spielt der Jason gar nicht mit, ne? Das ist ja der erste Teil. Aber gut. Ich sag richtig. Gott, ja. Boah. Jason oder Jim? Ich glaube, also. Nee, ich sag, dass es falsch ist. Okay, das heißt, Luise und Chris sagen, es ist falsch und Erik sagt, es ist richtig. Ja. Ja. Es ist definitiv falsch. Es gab mal einen Namen für ihn, einen anderen, wo man überlegt hat, aber es war nicht Jim. Okay. Somit hat Luise gewonnen. Nein. Steht's nicht, steht's nicht richtig? Also mit Gleichstand mit Chris? Nein. Nee, Chris hat nur 2. Also alles richtig. Luise gewonnen. Es steht 3-2-1. Erik, du hast alles. Das heißt, richtig abgepackt. Das heißt, die Luise darf jetzt bestimmen, wer nächste Woche das Filmrätsel machen darf. Oder sie schickt uns einfach eins ein. Ja, auch gut. Oder sie kommt nochmal dazu. Ich würde euch eins einschicken. Auflösen. Sehr gut. Aber wie lösen wir das dann auf? Ja, das ist korrekt. Ja, oder du schickst es mir und ich stell das dann halt. Ne? Geht auch so. Keep it simple. Ja, dann machen wir das so. Ja. Ich schick's dir und die beiden dürfen rätseln. So machen wir das. Okay. Jawohl. Okay. Genau, nicht aus dem Reich Harry Potter bitte, sonst steht ja gleich die Gewinnerin fest. Glückwunsch an dieser Stelle an Luise. Das hast du sehr ja, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Wir haben vielen dich auch nicht gewinnen lassen als Gastwunsch. Ist mir klar, hier werden keine Punkte verschenkt. Nee. Super. Na wunderbar, so jetzt mache ich wir mal. Wir sind Schwaben, wir haben nichts zu verschenken. Ja, Okay, dann kommen wir zu unserer Spotify-Playlist Kinocast-Songs. Hast du die schon abonniert, Luise? Heute kommen die peinlichen Fragen, wo du immer Nein sagst. Ja, ja, doch, natürlich. Oh, okay. Das ist mega. Ich höre da ständig rein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Music. Dann darfst du jetzt heute auch mal was da draufpacken auf die Kinocast-Songs-Spotify-Playlist. Welchen Song darf ich für dich da draufpacken? Ich hoffe, er ist noch nicht drauf, und zwar Red Right Hand von Nick Cave and the Bad Seeds. Red Right Hand von Nick Cave? Ja. Ich habe nur das mal von Nick Cave mit Kylie Minogue drauf. Ja. Weil wir haben gestern anlässlich zu Halloween, weil wir in Berlin, wir haben ja morgen nicht frei, darum mussten wir gestern schon ein bisschen alles ein bisschen vorziehen. Und da haben wir Scream 1 bis 4 geguckt gestern zu Hause. Und das ist halt so ein Song aus Scream. Und ja, darum dachte ich, das passt doch perfekt. Aber Luise, du als auch Scream-Fan, der vierte ist nicht so gut.
Ja, ich finde den dritten ja schon nicht ganz so gut. Aber ich mag irgendwie den vierten, weil, ach, dann nehmen sie sich dann sowieso nicht mehr ganz so ernst. Und ich freue mich jetzt aber natürlich wieder, weil man ist ja dann trotzdem gehypt auf den fünften. Also Ja, ich so auch. Anfang Januar ist schon wieder fester Termin im Kalender und ach, ist es Scream, es ist die Reihe, ich mag das. Ich fand es ab da nicht mehr gut, wo meine Identifikationsfigur stirbt. Der Randy? Film-Nerd, der Film-Nerd. Ja. Ja, da war ich Goofy. damals sehr Ach nee, enttäuscht. Moment. Also, nee, das war es. Der wird doch im zweiten Teil im Bus gekillt. In dem Ja, Film. genau. Aber ganz ehrlich, ich war da auch traurig. Ich war so ein bisschen verliebt immer in Ja, Randy und dann war ich auch sehr, sehr Randy war traurig. toll. Randy war toll. Ich packe drauf von Cake das Remake oder Remix von I Will Survive. Das ist echt ein cooler Song. Kate? Ich nehme von Christina Perry Human. Haben wir. Und ich nehme die neue Single von Casper zusammen mit Tua, TNT oder TNT. Ist das ein Remix Richtig gut. von dem AC/DC-Song? Nee. Nee, ist ein, wie es Luise gerade gesagt hat, ein richtig guter Song. Also, bah! Der hat mich beim ersten Mal anhören schon richtig mitgenommen. Deswegen richtig gutes Sehr Ding. gut. Da habe ich gesehen, wir Kinocast Core Team, wir haben alle was mit C am Anfang. Aber gut. Stimmt. Obwohl, wenn man Dorisi ist, Nick Cave hat auch ein C. Ja. Ich würde sagen, wir Also nehmen das Cave, Nachnamen. Nick. Ja. Ja. Im System, in unserem Dokument steht jetzt aber Cake. Cake, I will survive. Nee, bei der Luise. Nämlich. Nick Ja, Cave. da steht Cake. Ja, so heißt es doch auch. Oder Aber was ich dachte, meinst du? es heißt Cave. Nein, bei der Luise. Nick Cave. Ja. Ich erkläre Jetzt es dir schon nach wieder der Cave. Aufnahme. Egal. Nein, Ja, alles okay. gut. Ja, passt. Wir reden aneinander vorbei. Ja, genau. Ja. Ja, dann vielen Dank an euch allen fürs Mitmachen. Wenn ihr Kommentare habt zu der Folge, lasst das da auf kinocast.net. Vielen Dank an alle, die uns hier auf Patreon und diversen Plattformen irgendwo unterstützen. Vielen Dank an alle, die immer die neuen Sendungen teilen auf Twitter, Facebook und wo man das überall teilen kann, Instagram und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank, Luise, dass du mal wieder mit dabei warst. Hoffentlich dauert es jetzt nicht Ja, wieder 2 Jahre. Und, und ja, vielen Dank euch beiden, Chris und Kate, fürs Mitmachen. Bis nächste Woche danke, dann. danke. Tschüss. Ciao, Wiederhören. ciao. Tschüss. Yeah. Dir war echt langweilig hier.